Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, wenn mir manches Mal jemand sagt, was ihm an mir nicht passt oder was er Schlimmes an mir sieht, dann denke ich, Herr, wenn der oder die wüsste, was noch alles bei mir im Argen liegt. Das ist noch fast irgendwie nur der kleine Bereich, der erkennbar war, den mir jemand da gesagt hat. Und im Grunde genommen leben wir alle in diesem Bewusstsein, naja, wir kommen so miteinander klar, aber eigentlich müsste vorn und hinten auf unserem Hemd oder T-Shirt stehen, unvollkommen, fehlerhaft, faul, fies, was auch immer uns da noch einfällt, intrigant, machthungrig und so weiter. Das sind wir. Und ich möchte euch mal bitten, ohne dass ihr jetzt die Corona-Hygieneregeln brecht, einfach mal nur umzugucken und mal zu gucken, wer sitzt denn da heute. Schaut mal ein bisschen um. Nehmt mal gerade die Gelegenheit, wer sitzt hinter euch, neben euch, vor euch. Und jetzt stellt euch vor, das sind alles unvollkommene Menschen. Ich will niemand beleidigen, aber derjenige, den du jetzt siehst, und du selbst auch, aber du kannst dich jetzt so schlecht sehen, du kannst dich dir nur vorstellen, alles unvollkommene Menschen. Und sich vorzustellen, diese Leute, die darfst du lieben. Mein jüngster Sohn mit meiner jetzigen Schwiegertochter heiratete, da hatten sie ein Motto gewählt. Und ich hatte das im Vorfeld mitbekommen, ich habe auch eine Karte gefunden, wo das drauf stand. Und die fiel mir jetzt wieder in die Hände und das ist das Predigtthema heute Morgen. Die heißt nämlich, Liebe ist, also drei Pünktchen und dann wieder drei Pünktchen. Liebe ist, ist gemeinsame Freude an der wechselseitigen Unvollkommenheit. Also es macht Spaß, mit unvollkommenen Menschen zusammen zu sein. Und diese Unvollkommenheit manches Mal auch so schmerzhaft zu erleben, wenn dich jemand nicht versteht. Oder wenn dir jemand übers Maul fährt. Oder wenn jemand irgendwie seinen Ärger auslässt an dir. Liebe ist gemeinsame Freude an der wechselseitigen Unvollkommenheit. Dieses Wort ist nicht eine Erfindung der Bild-Zeitung, sondern es ist etwa 200 Jahre alt. Da hat jemand schon diesen Satz gemacht, und zwar der Ludwig Börne, über den es auch einen Platz gibt, wo die Straßenbahn und so weiter hält, in Frankfurt. Ludwig Börne ist vor 200 Jahren, hat er in Frankfurt gelebt, wurde dort im Ghetto geboren, später war er dann frei und ein sehr berühmter Mann, auch gerade Literat geworden. Liebe ist gemeinsame Freude an der wechselseitigen Unvollkommenheit. Ich habe heute Morgen eigentlich mit euch ein Experiment machen wollen. Leider, muss ich sagen, hat mich die Corona-Krise wieder gestoppt, weil es eigentlich kompliziert ist. Ich wollte eine Packung Kirschen kaufen, waschen und jedem von euch eine nehmen lassen. Und wir können das uns jetzt nur virtuell vorstellen, weil an sich darf man nicht Dinge weitergeben und so weiter. Das ist dann immer so eine Geschichte mit dem Berühren und mit den Bakterien, die dann dran sein können. Jetzt sich mit den Viren natürlich. Jetzt sich vorzustellen, jeder von euch hat eine Kirsche. So eine schöne, schwarze, je nachdem, Knorpelkirsche oder wie man sie nennt. Kirsche in der Hand. Stellt euch das mal vor. Macht das mal vielleicht so innerlich mit. Ihr könnt es natürlich auch so euch vor Augen stellen. Ihr habt ja eine Kirsche. Die erste Reaktion ist, die sieht lecker aus. Kein Würmchen drin. So richtig saftig, reif. Gut. Und dann nehmt ihr sie zwischen die Zähne, beißt das erste Mal drauf. Und dann kommen die Kaumechanismen. Ihr kaut das genüsslich, natürlich den Kern nicht, der wird so an die Seite geschoben von der Zunge, dass er nicht so stört. Und jetzt kaut ihr diese Kirsche und genießt sie. Es ist die einzige Kirsche heute Morgen und ihr genießt sie jetzt in vollen Zügen. Und dann geht der Schluckmechanismus los und ihr schluckt sie. Ah,
tut es gut. Tut es euch auch gut, so sich vorzustellen, eine schöne schwarze Kirsche wandert jetzt in euren Leib. Wisst ihr, dass das fantastisch ist? Eigentlich profitiert der ganze Leib davon, denn wenn ich eine Kirsche esse, nehme ich Vitamine auf, Mineralstoffe. Ich habe gehört, Kirschen gehört zu den vitaminreichsten Früchten, die es überhaupt gibt. Ganz wichtige Stoffe sind dort drin. Und wenn wir das essen, dann rutscht das ja hier rein, da drin durch die Speiseröhre, in den Magen, in den Dünndarm, in den Dickdarm. Und irgendwann ist es wieder draußen, ich will das jetzt nicht näher beschreiben. Aber jedenfalls, das ist das, was mit der Kirsche geschieht. Aber wie kommen die Mineralstoffe und wie kommen die Vitamine zur Geltung? Rutschen die nur durch? Nein, da ist ein System, das selbst meine Fingerspitze, ich habe so eine Fingerspitze hier vorne, die ist taub durch eine Meningitis, die ich von der Zecke hatte, aber ansonsten spüre ich alles und selbst die Fingerspitze, diese da, selbst die profitiert von der Kirsche. Und ich muss nicht hergehen und die Kirsche in Millionen Teile teilen und jetzt überall was reinspritzen, damit jeder was davon bekommt, sondern der Leib ist so aufgebaut, dass alles Gute, was er aufnimmt, schönes frisches Wasser oder ein schönes alkoholfreies Bier oder was ansonsten wir uns Gutes vorstellen oder nachher ein Stück Käse oder eine Olive, all das geht in unseren Leib überall hin, wo es hin soll. Nur wenn wir zu viel Süßigkeiten oder kohlenhydrathaltige Nahrung nehmen, dann kommt das, was bei mir vielleicht zu viel davon geworden ist. Und bei dem einen oder anderen vielleicht ebenso. Aber ansonsten, der Leib, der funktioniert wirklich super durch die Kanäle, die einzelnen Dinge. Und darüber wollen wir heute sprechen. Ich hatte neulich schon mal bei einer Predigt über den Epheserbrief gesagt, im Epheserbrief ist etwas zusammengebracht, was es im Leben nicht gibt. Wir sind eingewurzelt und einbetoniert in seiner Liebe. Ja, eingewurzelt und einbetoniert, steht in Kapitel 3. Also gegründet und gewurzelt. Das heißt, wir sind gleichzeitig etwas wie eine Pflanze oder wie ein Lebewesen, eher vielleicht wie ein Lebewesen. Und auf der anderen Seite sind wir etwas Statisches wie ein Bau, wie ein Gebäude. Die Gemeinde, und das Bild sollte heute Morgen vor unseren Augen stehen, die Gemeinde ist eine große Baustelle, an der ständig gebaut wird. Auch die Gemeinde ist sehr, sehr unvollkommen. Eine große Baustelle und ein auf derselben Ebene ein ständig wachsender Leib. Mit ständigen Veränderungen, Zunahme, vielleicht auch ab und zu mal Abnahme. Also das alles ist Gemeinde. Bau und Leib. Okay, ich möchte jetzt einen Text lesen, der ist ziemlich lange, der steht auch auf eurem Blatt. Ich bitte euch, wenn es irgend geht, ihn mitzulesen. Falls ihr noch kein Blättchen habt, vielleicht könnt ihr noch irgendwo eins erwerben. Also es hilft einfach, weil der Text sehr lange ist. Und ich lese ihn einmal ohne Kommentare durch. Und zwar bis auf den letzten Vers, den lese ich einfach mal nicht. Der kommt später dran. Also, es fängt an mit dem Wort, ich ermutige euch. Das fand ich auch so schön, das war das erste Wort hier oben. Ermutigung. Ich ermutige euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt der Berufung entsprechend, mit der ihr berufen worden seid. Mit jeglicher Demut und Sanftmut, mit Langmut, indem ihr einander in Liebe ertragt und euch befleißigt, die Einheit des Geistes in der Fessel des Friedens zu bewahren. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen wurdet in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, über allem, durch allem, und in allem. Jedem von euch wurde die Gnade aber geschenkt nach dem Maß der Opfergabe des Christus. Wie es heißt, aufgefahren in die Höhe hat er die Gefangenschaft gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Der aber aufstieg, was bedeutet das,
wenn er nicht auch hinabstieg zu den untersten Teil der Erde. Der Hinabstieg ist derselbe, der auch hinaufstieg, über alle Himmel, damit er das All erfülle. Und er selbst gab die einen als Apostel, die anderen als Propheten, die anderen als Evangelisten, die anderen als Hirten und Lehrer. Zur Ausrüstung der Heiligen, zum Werk des Dienstes, zur Auferbauung des Leibes des Christus. Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollkommenen Mann, zum Maß des Alters der Fülle des Christus. Damit wir nicht mehr Unmündige sind, die von einem jeglichen Wind der Lehre hin und her gerissen werden, in der Verschlagenheit der Menschen, in der List zwecks Methode des Irrtums. Lasst uns aber wahrhaftig sein und in der Liebe auf allen Gebieten zu ihm hinwachsen, der das Haupt ist, Christus. Das waren die ersten 15 Verse. Ich weiß, das ist sehr viel, deshalb ist es ja auch gut, es mitzulesen, weil das dann vielleicht auch besser vorstellbar ist. Ich möchte auch nicht so viel über diese 15 Verse sagen, sondern die eigentliche Sache ist der 16. Vers. Und das hat auch mit dem zu tun, was unser Thema heute ist. Zunächst einmal zu diesen 15 Versen. Da gibt es 5 Imperative, oder wenn das jemand das Wort nicht so vertraut ist, 5 Befehle, 5 Anweisungen der Ermutigung. Paulus sagt, ich ermutige euch, und er nennt 5 Sachen, die wir tun sollen. Das wollen wir uns mal kurz anschauen. Der erste Punkt, den er uns sagt, die erste Anweisung heißt, wandelt der Berufung entsprechend. Wir sind berufen. Wir sind nicht irgendwer. Gott hat uns berufen. Es ist mehr, als wenn uns der ganze Staat Deutschland jetzt zum Bundespräsident oder zur Bundespräsidentin berufen hätte, uns gewählt hätte. Wir hätten, was weiß ich, Direktwahl und wir hätten 80% bekommen. Das würde uns zwar den Kamm schwillen lassen, aber was wir haben, ist mehr. Gott hat uns berufen. Wandelt entsprechend dieser Berufung. Zweitens, ertragt einander in Liebe. Du darfst jetzt nochmal, du musst dich jetzt nicht umdrehen, aber nochmal überlegen, wer sitzt hier alles? Und wer ist heute nicht da, weil er nicht kann? Oder nicht da ist? Ertragt einander in Liebe. Liebe heißt nicht, ach, ich finde dich so toll, du bist so wunderbar, sondern ich nehme dich, wie du bist, und ich ertrage dich. Und das ist mir wichtig. Du darfst so sein, wie du bist, auch wenn du anders bist als ich, ich ertrage dich. Das sagt er noch dazu, mit jeglicher Demut und Sanftmut. Also, mit der Bereitschaft zu sagen, auch wenn ich ganz anders bin, ich will nachher noch mal ein Beispiel dafür sagen, aber wenn ich ganz anders bin als du, trotzdem achte ich, dass du für mich ganz wichtig bist, dass du wichtiger bist in deinen Bedürfnissen als ich selbst. Das gilt besonders für Enge und Weite. Im Römer 14 ist ein Beispiel gegeben, dass es Menschen gab, die waren so im Judentum verankert, die haben alles gemieden, was unrein war am Essen. Und dadurch war es so, die lebten ja nun nicht in Israel, der Römerbrief ist ja nicht nach Israel geschickt worden, sondern nach Rom. Und in Rom, da lebte man ganz anders. Da aß man Schwein und was nicht alles. Und das Fleisch wurde den Götzen vorgelegt, bevor es verkauft wurde. Und da gab es Leute, die sagten, das können wir nicht essen, wir haben keine Freiheit, wir müssen so im verborgenen Juden sein, wir haben keine Freiheit, jetzt irgendwie Fleisch uns zu kaufen. Die aßen nur noch Gemüse. Also ich bin Vegetarier, aber stell dir mal vor, jemand ist kein Vegetarier, muss trotzdem nur noch Gemüse essen, aus innerer Enge heraus. Furchtbar. Aber diese Leute dachten, das geht nicht anders, auch als Christen. Und dann kommen das andere her. Und für die ist es selbstverständlich, die essen alles, was es so gibt. Und das zu ertragen, dass ein anderer eine Freiheit hat, die ich nicht habe. Oder dass er eben sie nicht hat. Und ich ihn nicht sage, oh, was ein armer Kerl, er isst die ganze Zeit nur Gemüse. Im Griechischen steht das Wort für Gemüse Lachana, da kommt unser Wort Lauch her. Stell dir vor, so ein Lauchesser, der den ganzen Tag nur Lauch isst. Aber wie gesagt, ertragt einander. Dritter Befehl, befleißigt euch, die Einheit
des Geistes zu bewahren. Und da sagt Paulus ein Wort, das ist interessant, das ist in fast keiner Übersetzung wiederzufinden. Er sagt, in der Fessel des Friedens. Also der Friede, den Jesus uns geschenkt hat, wo er sich mit uns versöhnt hat, der fesselt uns untereinander. Aber nicht zwanghaft, nicht automatisch, sondern es heißt, ihr befleißigt euch, das zu bewahren, was ihr schon habt, was euch schon geschenkt ist. Vierter Befehl, lasst uns wahrhaftig sein. Es geht nicht darum, irgendetwas an Parade vor den Menschen vorzuführen. Schau her, ich mache alles gut, ich mache alles richtig, ich passe auf alles auf. Sondern es geht darum, ehrlich zu sein. Wahrhaftigkeit heißt, zu seiner Unvollkommenheit stehen und dem anderen auch dieses Recht einzugestehen. Und der fünfte Befehl, und lasst uns in der Liebe auf allen Gebieten zu ihm hinwachsen. Das ist ein Befehl, wachsen. Also normalerweise ist das ja ein Automatismus in der Natur, wenn wir wachsen. Aber Gott lässt auch das in unserer Verantwortung wachsen. Nimm's ernst, wachse hin in der Liebe auf allen Gebieten zu ihm. Und dafür, das ist jetzt mein zweiter Punkt, hat er Voraussetzungen geschaffen, dass wir diese Anweisungen, die uns gegeben sind, dass wir sie auch erfüllen können. Die hat Jesus schon für uns geschaffen. Erstens mal, wir sind berufen. Berufung ist für mich immer etwas, was ich mir so aus der Kindheit vorstelle. Ich war früher, ich war immer Einzelkind und bin schon etwas älter. Und ich war früher, als ich noch Kind war, in einer Gegend, die ist heute vollkommen zugebaut, aber das war früher, wir waren das einzige Haus, und nach etwa 200 Metern kam wieder ein Haus und auf der anderen Seite auch noch 200 Meter und alles andere waren Äcker und der Weg vorne, das war, da konnte man schon Fußball spielen, der war nicht betoniert, da war eine Grasnarbe in der Mitte, das war alles, so lebte ich als Kind in einer kleinen Stadt, so am Stadtrand. Und wir hatten einen großen Garten, der war so schlauchförmig, der ging ganz nach hinten. Und dort hatte ich meine Beete und eine Höhle mir gebaut und alles Mögliche. Und wenn ich das so spielte und da hinten war, dann hörte ich meine Mutter, Manfred! Ich hoffe, es war jetzt nicht so laut. Und ich wusste, wenn sie ruft, und ich spürte, wenn sie ruft, oh, ich habe hier Hunger. Da gibt's was zu essen. Das ist für mich Berufung. Ich weiß, da ist etwas. Ich weiß, ich darf etwas erwarten. Da gibt's etwas für mich. Und natürlich heißt es, loszugehen. Natürlich heißt es, das Spielen jetzt zu beenden. Aber das war für mich etwas ganz, ganz Tolles. Ich kann mich heute noch an solche Szenen erinnern, wo ich gerufen wurde und wusste, wow, dieser Ruf lohnt sich. Zweite Voraussetzung, die Gott geschaffen hat, ich habe es vorhin schon gesagt, wir sind durch den Frieden, den er uns geschenkt hat, regelrecht gefesselt. Wir kennen das ja, wenn wir so Verliebte sehen, die sagen, oh, ich bin so gefesselt von dem anderen. Aber wir dürfen voneinander gefesselt sein, von unserer Unvollkommenheit in unserer Gemeinschaft und einfach spüren, mich bindet der Frieden, den ich habe, an den anderen. Mich bindet Jesus, den ich habe, an den anderen. Und dann kommt das Längste, was da in dieser Stelle steht. Gott hat uns die Einheit schon geschenkt. Einheit ist nicht etwas, was wir mühsam machen müssen, sondern er hat sie uns geschenkt. Deshalb ist das Bewahren ja auch nicht so schwierig. Gott hat uns einen Leib gegeben. Es gibt nicht die Leiber Christi verschiedener Art, je nach Denomination. Einen Leib, einen Geist. Es gibt nicht verschiedene Geister, die Unterschiedliches wollen, sondern ein Geist Gottes, eine Hoffnung unserer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller. Gott hat uns das geschenkt. Und jedem von uns, ich lese nochmal den Vers 8, weil das ist so stark, den Vers 7, Entschuldigung. Da heißt es, jedem von euch aber wurde die Gnade nach dem Maß der Opfergabe des Christus geschenkt. Also der Maßstab für das, was Gott uns schenkt an Gnade, ist das, was Jesus uns geschenkt hat. Im Römer 8 heißt es einmal,
wenn er seinen Sohn nicht geschont hat, wie wird er uns dann nicht alles schenken? Wir sind so beschenkt, weil er uns alles gegeben hat am Kreuz. Dann heißt es in Vers 8, dass er die Gefangenschaft gefangen geführt hat. Er ist sozusagen, als er gen Himmel fuhr, als Jesus gekreuzigt wurde und dann wieder auferstand und dann gen Himmel fuhr, da hat er sozusagen im Gepäck, im Schlepptau, die ganze Kriegsgefangenschaft, so heißt das Wort nämlich eigentlich tatsächlich, kriegsgefangen geführt. Das Gefängnis gefangen geführt. Das ist nicht mehr da. Und gleichzeitig den Menschen Gaben gegeben. Da werde ich vielleicht irgendwann noch mal was zu sagen, jetzt nicht heute, aber das ist interessanterweise auch noch mal eine Versveränderung, denn im Psalm 68 heißt es, du hast von den Menschen Gaben empfangen, aber Paulus sagt, du hast den Menschen Gaben gegeben. Und das ist auch der Sinn dieser Sache. Und er ist es, der überall ist, er erfüllt das ganze All. Die wichtigsten Gaben, die Gott gegeben hat, das sind Menschen, und zwar wir Menschen in unserer Berufung. Du bist ein Geschenk. Du bist Teil dessen, was Gott an Gaben gibt. Dabei gibt es besondere Dienste, die Gott schenkt. Da heißt es zum Beispiel, die einen hat er als Apostel gegeben. Apostel sind Hirten auf der Metaebene, die sozusagen den ganzen Leib überblicken, nicht nur die eine Gemeinde sehen, sondern das Ganze, was geschieht in der Christenheit, überblicken und Verantwortung dafür tragen. Weißt du, ob das so einfach heute ist, nachdem alles so weltweit sich verzweigt? Aber das hat Gott geschenkt. Gott schenkt Menschen, deren Herz dazu in der Lage ist. Andere schenkt er als Propheten. Menschen, die direkt von Gott etwas hören und wissen, dass sie das weitergeben. Andere als Evangelisten. Ich staune immer. Es gibt Leute, die quatschen irgendjemanden an und derjenige hat vorher vielleicht gar keine Ahnung gehabt und auch keine Bereitschaft, aber der wird irgendwie gewonnen. Also es gibt so Leute, ich hatte mal einen in meinem Haus wohnen aus Südafrika, der hatte da irgendwie in Deutschland versucht Fuß zu fassen und hatte in Südafrika ein Unternehmen gegründet. Und der Mann war so klasse. Wo immer der hinkam, hat er einfach von Jesus erzählt. Und die Leute, die fanden das gar nicht komisch. Die waren... Okay, vielleicht hört er mich jetzt ein bisschen anders, gell? Die Stimme ist ein bisschen anders, aber das ist kein Problem. Also, Evangelisten, Menschen, die vielleicht sich nicht so drum kümmern, was passiert hinterher mit den Menschen, aber die das Evangelium, die frohe Botschaft weitersagen können. Und dann die anderen, das ist eigentlich nur eine Einheit, die anderen als Hirten und Lehrer, also die, die an Ort und Stelle dafür sorgen, dass die Gemeinde weiß, wo es hingeht, dass die Gemeinde geleitet wird, ohne dass der Einzelne dann irgendwie entmündigt wird, sondern ganz im Gegenteil. Die helfen, dass jeder in seine Arbeit kommt. Und das Ganze geschieht, ich lese nochmal Vers 12, zur Ausrüstung der Heiligen zum Werk des Dienstes, zur Auferbauung des Leibes des Christus. Die Gemeinde ist eine große Baustelle. Ich habe manches Mal so mir vorgestellt, das ist wie so eine riesen Krankenhausanlage, die neu gebaut wird. Das brauchst du Tausende von Mitarbeitern, von Arbeitern, du brauchst kleine Planungsbüros und du brauchst ein großes Planungsbüro und so weiter. Und damit diese Tausende von Leuten, diese Tausende von Arbeitern ihre Arbeit finden, brauchst du Menschen, die sie instruieren. Du kannst nicht einfach sagen, jetzt geht mal los, alle ran. Es gibt ein einziges Chaos. Und in der Gemeinde ist es genauso. Die Gemeinde ist eine große Baustelle. Gott hat ganz viel noch in dieser Zeit, in der wir leben, vor. Und jeder Einzelne ist berufen, mitzuarbeiten. Und deshalb braucht es Leute, die den anderen helfen und sagen können, das ist dein Job. Schau her, wenn du hier einen Pfeiler hochziehst, dann wird die Decke da getragen und so weiter oder irgendein Anker. Also, das ist das, was Gott besonders schenkt. Besondere Dienste, die er da hineingibt in seine Gemeinde.
Und bei all diesen Anweisungen, das ist jetzt mein dritter Punkt, und Voraussetzungen sollen wir alle dieses Werk des Dienstes tun. Und Paulus sagt, raus aus der Unmündigkeit. Nicht mehr Unmündige sein. So eine Bedienungsmentalität. Ach ja, wir haben ja einen netten Pastor oder wir haben ja ein gutes Team und ich komme und ich lasse mich bedienen. Nein, aus dieser Unmündigkeit rauszukommen, selber zu wissen, was ist Sache, worum geht's? Und nicht mehr, wie es hier heißt, irgendwelchen Leuten auf den Leim zu gehen. Wir haben alle, auch gerade weil wir so unvollkommen sind, da freuen wir uns ja dran, an dieser gemeinsamen und wechselseitigen Unvollkommenheit. Wir haben alle Teil an der Versorgung des ganzen Leibes. Denkt noch an die Kirsche, die haben sie gegessen. Und alles im Leib funktioniert. Wenn wir gesund sind, funktioniert das. Wenn unser Magen die falsche Sorte von Bakterien hat oder zu viel Säure, kann sein, dass die Kirsche Sodbrennen bewirkt. Das soll sie ja eigentlich gar nicht. Aber es ist so wichtig, wir haben alle Teil an der Versorgung des ganzen Leibes. Jetzt möchte ich den Vers 16 nochmal oder überhaupt erstmal lesen. Von dem, also von Christus, von dem aus der ganze Leib miteinander verbunden und befestigt wird, und zwar durch jede Berührung. Als ich ein Kind war und irgendwann im Biologieunterricht wir die menschliche Anatomie kennenlernten, da waren wir alle begeistert. Ich war ja immer nur in Jungsklassen. Da waren wir alle begeistert, dass endlich mal uns so ein liebes, nettes, weißes Skelett besucht hat. So ein Rattelgeist sozusagen, wie wir den damals nannten. So ein Skelett, das war da so an der Stange, war das so angebracht. Und er stand dann vor uns und wir Jungs da so mit 10, 11. Wow, das war irgendwie klasse. Und ich habe früher immer gedacht, naja, das ist das, was vom Menschsein übrig bleibt. Wenn wir mal gestorben sind, dann sind wir halt ein Skelett. Und es gibt ja ganze Filme, was Skelette da alles tun, wenn sie da losgelassen sind und nicht mehr unter Kontrolle gehalten werden können. Aber das Skelett gibt's gar nicht. Es gibt kein Zusammenhalt der Knochen, wenn der Mensch gestorben ist. Sobald das Fleisch verwest, liegen die Knochen wie Einzelteile da. Die haben keinen Halt. Den muss man erst durch irgendwelche Drähte wiederherstellen und so ein schönes Biologie-Skelett, so ein schönes weißes, in menschlicher Größe, weil es ein echtes war. Also als ich Kind war, war es nicht aus Plastik, da war es noch echt. Und so ein schönes Skelett, da muss man ganz viel Arbeit machen, dass diese Drähte überall durchgezogen werden und dieses Ding so aussieht wie ein Mensch. Aber das war nicht das, was übrig blieb, sondern das war künstlich hineingezogen durch den Draht. Und weshalb sage ich das? Wir sind nicht zusammengehalten durch Gelenke oder durch irgendwelche Verschraubungen, Verbindungen als Leib Christi. Sondern Paulus sagt etwas, und das finde ich ganz wichtig. Er sagt, der Leib wird verbunden und befestigt durch jede Berührung. Komisch, niemand hat das sonst so übersetzt, obwohl Haphä im Griechischen Berührung heißt. Ihr kennt alle das Wort haptisch, das kommt nämlich daher, oder Haptik. Haptisch ist alles, was wir anfassen, berühren können. Und Paulus sagt an dieser Stelle, wir werden verbunden durch Berührung. Das, was wir heute Morgen erleben, trotz Corona, ist, dass wir hier zusammen sind und dass es uns gut tut, nicht zu Hause nur am Bildschirm zu sitzen, das ist auch gut, ist ja auch eine Art von Berührung, aber dass wir hier uns begegnen können, dass wir fragen können, dass wir austauschen können. Wir berühren uns. Und eine Berührung bedeutet, es kommt was rüber durch die Berührung. Für mich ist eines der krassesten Beispiele, als eine Frau durch die Menschenmasse in Kapernaum versuchte, zu Jesus zu kommen. Und diese Frau durfte niemanden anrühren, weil sie nämlich
den Blutfluss hatte und schon 12 Jahre lang permanent nicht mehr davon losgab. Und diese Frau wollte aber Jesus berühren, aber in diesen engen Straßen dieser kleinen Stadt war Jesus von Hunderten und Tausenden Leuten umringt und es war fast nicht möglich. Aber sie schaffte das. Irgendwie schaffte sie es, da durchzukommen. Und dann hat sie ihn berührt, irgendwo nur am unteren Teil des Kleides, an seinem Saum. Und als sie ihn berührte, dann war die Kraft über sie gekommen. Und zwar eine solche Kraft, dass sie in dem Augenblick geheilt war. Sie spürte das. Wow, das war weg. 12 Jahre Ärger mit den Ärzten, 12 Jahre Leiden, 12 Jahre ausgeschlossen sein von normalen menschlichem Umgang. Dann war alles weg. Sie hat Jesus berührt. Und dann hat Jesus gesagt, wer hat mich angerührt? Und die Jünger haben gesagt, also hör mal, Jesus, die stoßen die Leute ja geradezu hier, so alles so eng. Nein, sagt Jesus, ich habe gemerkt, es ist eine Kraft von mir ausgegangen. Dann hat er diese Frau praktisch gestellt, die wollte ja wieder schnell weg. Und dann war klar, sie musste zugeben, warum. Und dann sagte Jesus, nur Gutes zu ihr. Liebe Frau, dein Glaube hat dir geholfen. Also, Berührung ist das A und O. Gott will uns berühren. Aber wir dürfen und wollen uns auch gegenseitig berühren. Was nicht immer nur körperlich bedeutet, sondern vor allen Dingen auch in unserem Innersten wollen wir uns gegenseitig berühren. Das war erst der erste Teil. Dann geht es nämlich hier weiter. Diese Berührungen ermöglichen ein Weitergeben entsprechend der Wirksamkeit, so wie es jedem einzelnen Teil gegeben ist. Es ist wie im Stoffwechsel des Körpers. Wenn wir da so reingucken könnten mit einem Mikroskop, da würden wir Zelle neben Zelle sehen in uns. Und wie aus der einen Zelle Nahrung an die andere weitergegeben wird. Und aus der anderen Zelle im Austausch, man könnte heute sagen Müll, also das sagt man ja im Stoffwechsel nicht, Dinge, die zu entsorgen sind, werden weitergegeben. Zum Beispiel Giftstoffe oder irgendwelche Dinge, die jetzt nicht gut tun. Und der Körper transportiert alles, was er nicht braucht, auf diese Weise, bis es irgendwie ausgeschieden werden kann, ein gesunder Körper. Und umgekehrt, er bekommt dadurch die Nahrung. Jede Zelle im Körper wird ernährt, außer den Toten. Also wenn ihr so einen schicken Mann seht, hier wie den Mark mit seiner tollen Frisur, dann seht ihr da oben, wenn ihr da eine Schere nehmen würdet, da würdet ihr ihn vielleicht ein bisschen ärgern damit, aber es würde ihm nicht wehtun, solange er nicht zieht, weil das, was da oben ist, ist zwar produziert von seinem Körper, aber das sind keine lebendigen Zellen, die da oben in den Haaren sind. Die sind erst in der Wurzel. Da merkt man dann das Leben schon, da spürt man auch den Schmerz. Also, wir sind im Stoffwechsel des Leibes Jesu und in diesem Stoffwechsel dürfen wir uns berühren und geben uns die Dinge weiter, je nachdem wie einer kann. Wir haben gelesen, entsprechend der Wirksamkeit, so wie es jedem gegeben ist. Der eine kann das, der andere kann das und es geht auch nicht nur darum, dass wir Gutes weitergeben, es geht auch darum, dass wir unsere Sorgen und unseren Kummer loswerden und all das, was dazugehört. Jeder kann da sehr Unterschiedliches beitragen, aber jeder darf es. Und deshalb brauchen wir Gemeinschaft, wir brauchen Berührung, wir brauchen diese Freude an unserer wechselseitigen Unvollkommenheit. Und dann heißt es hier als Schluss von Vers 16, auf diese Weise schafft der Leib sein Wachstum, um sich selbst in Liebe aufzubauen. Unsere Verbindung untereinander ist etwas enorm Lebendiges. Wir gehören nicht zur Gemeinde durch einen Mitgliedsaufnahmeantrag und eine Zeremonie. Wir gehören nicht zur Gemeinde, weil wir irgendwie halt so da von Gott zwangsweise reingesteckt wurden, sondern wir gehören zur Gemeinde, weil die Gemeinde etwas Lebendiges ist. Und wir sind lebendige Zellen, lebendige Teile, lebendige Glieder. Dieser Körper lebt durch den Lebensaustausch. So wie der Mensch nicht lebt, weil er Gelenke hat, die sind auch wichtig, will die nicht verachten, aber er lebt, weil seine Zellen untereinander Austausch haben. So lebt auch Gemeinde durch den Austausch untereinander.
So wächst der Leib Christi in Liebe. Und so wird er aufgebaut als Baustelle, als Gebäude. Ich habe die Predigt begonnen mit einem Zitat, was ja auch das Predigtthema ist. Liebe ist gemeinsame Freude an der wechselseitigen Unvollkommenheit von Ludwig Börne. Ich möchte damit enden, dass ich noch ein Zitat sage von Rainer Maria Rilke, 100 Jahre etwas später. Der hat gesagt, darin besteht die Liebe, dass sich zwei Einsame beschützen und berühren und miteinander reden. Muss man nochmal hören, gell? Das ist so ganz stark. Darin besteht die Liebe, dass sich zwei Einsame beschützen und berühren und miteinander reden. Das gilt nicht nur für Leute, die sowieso eine Beziehung haben. Wenn ich so Dirk und Jutta sehe, das ist einfach toll, euch zu sehen hier vorne. Ganz, ganz große Klasse, und das gilt für manch andere auch. Aber das Wichtige dabei ist, dass es für jede Beziehung gilt hier. Zwei Einsame, zwei Unvollkommene, zwei Bedürftige. Sie beschützen sich, sie berühren sich und sie reden miteinander und sie geben das, was sie zu geben haben. Lasst uns beten miteinander. Jesus, ich danke dir, dass du diese Freude schenkst, dass wir zur Gemeinde gehören, dass wir lebendige Glieder sind, in einem Lebensprozess, in einem Stoffwechselprozess mit drinnen sind. Und ich danke dir, Herr, dass du uns hilfst, dass wir uns nicht irgendwo ja, so leer und ausgegrenzt vorkommen, sondern dass wir unsere Berufung erkennen, wahrmachen und das geben, was wir geben können. Und selbst wenn wir mehr Unvollkommenes, mehr Schwer, dass wir einfach leben, miteinander leben, wie Zellen, die sich gegenseitig schützen und berühren und miteinander kommunizieren und austauschen. Das schenk uns das, Herr. Gerade auch in dieser Krisenzeit, die wir als Gemeinde auch so erleben, Herr, schenk uns das, dass diese Freude ganz groß wird, dass wir erkennen, wer wir sind, wer der andere ist. Herr, ich danke dir. Halleluja. Herr, schenk uns Gnade, in dieser Woche diese Dinge umzusetzen. Danke, Herr. Amen. Ein Satz noch zum Schluss. Wenn du jemanden siehst, dann denke darüber nach, der ist wichtig. Und wenn du in den Spiegel siehst, dann sag zu dir, du bist auch wichtig.